Ja, hallo und willkommen hier zur 38. Folge City Skylines auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, ich habe den Flughafen abgerissen und das hat ganz einfach den Grund, dass ich mit unserem alten Flughafen überhaupt nicht mehr zufrieden bin. Und jetzt sehe ich gerade, was ist denn hier passiert. Muss ich dann gleich mal gucken. Und ich würde sagen, ich habe mir auch ein bisschen Inspo geholt, habe mal ein bisschen mehr Satellitenbilder von Flughäfen angeguckt, habe mal ein bisschen so geguckt, was andere auf YouTube so gebaut haben. Und ich würde sagen, da versuchen wir heute mal ein bisschen drauf anzuschließen. Und genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ich würde sagen, ich habe ja auch schon ein kleines bisschen vorbereitet, den Eingang quasi gebaut. Das hat ja ziemlich lange gedauert, deswegen dachte ich, mache ich das lieber nicht als mit in die Folge rein, weil sonst wäre jetzt mit dem Eingang fast die Folge schon zu Ende gewesen. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach direkt so an damit und bauen unseren Flughafen jetzt einfach nochmal nach. Wie viele U's habe ich jetzt hier genommen? 50. Und dann nehmen wir hier jetzt auch 50. So, dann machen wir hier weiter. Nicht 90. 135. So, 135. Und hier gehen wir einmal so ab. Machen wieder 50. Und jetzt gucken wir mal, wie lang das hier ist. Das sind 40 U's. Das sind 23, also fehlen noch 17. Und dann gehen wir hier nämlich auch nach unten. 135. So. Und gehen auch hier wieder 50. 50 U's. So. Genau. Dann machen wir das so. Und gehen jetzt hier nochmal mit 135 Grad Winkel. Nochmal ein paar hier rüber. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele U's sind das. 64, das sind mir 4 zu viel, muss ich ehrlich sagen. Machen wir hier 60, also 17 noch dazu. So. Das gleiche hier auch. Und dann wird das, glaube ich, der mit Abstand größte Flughafen, den ich selber mal gebaut habe. 30, also nochmal 30. Dann müssen wir mal gucken, dann werden wir wahrscheinlich den Fastflughafen wo ganz anders hinbauen. Oder wir kriegen den hier unten dann noch hin, müssen wir mal gucken, hier so ein relativ klein. Aber warum, um Himmels Willen, kriege ich das hier nicht weg? Jetzt geht's weg. Gut. So. Das haut hier aber irgendwie. Na gut. Warum eigentlich nicht? Aber irgendwie. Naja, müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo wir überall die Halteposition anbauen. Und ich würde auch unterschiedliche ranbauen. Ich würde hier nämlich gerne kleine hinsetzen. Und zwar vielleicht 3 Stück. Dann machen wir hier auch nochmal. Obwohl, nee, machen wir mal 2 Stück. Dann machen wir hier. Wo war es jetzt? Nicht doof. Ah, hier. Auch 2 Stück hin. So, auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mittlere ran. 2 Stück. Das gleiche hier drüben auch. 2 Stück. Dann nehmen wir hier auch nochmal mittlere ran. Und nochmal 2 Stück. Und hier an den ganz an Rand würde ich sagen, machen wir dann große hin. Waren das jetzt hier schon große? Ja, das waren schon große, verdammt. Kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. So, kommen hier jetzt mittlere hin.
So, und das hier sind aber kleine, wa? Genau. Gut. Und dann machen wir jetzt hier drüben. Machen wir jetzt hier drüben große hin. Einmal hier. Zwei. Hier auch nochmal zwei. Und hier auch nochmal zwei. So. So würde ich sagen, machen wir erstmal die Parkposition. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir das mit den Start- und Landebahnen machen. Und da bin ich mir, muss ich ehrlich sagen, so überhaupt noch nicht sicher. Meine Überlegung ist ja, dass wir hier die Start- und Landebahn hinbauen. Ich denke mal, das würde prinzipiell am meisten Sinn machen. Machen wir hier mal das so. So. Sodass wir eventuell bauen wir sogar, machen wir das Ganze sogar doppelt hin. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, dass wir sagen, wir machen hier einmal so eine Landebahn. Mit 90, doch eine Landebahn. Bauen so eine Startbahn. So. Bauen dann hier wieder eine Landebahn. Ich meine, das ist ein echt, ist, da würden die wahrscheinlich nicht aufeinander zugehen, ist ja egal. Und bauen hier nochmal eine Startbahn. So, und dann könnten wir die hier quasi jetzt einen Flughafen in Anführungsstrichen und den Teil als einen Flughafen. Und ich glaube, so machen wir das auch. Genau, ihr fahrt hier los. Könnt dann direkt hier hinfahren. So. So. Dann selbstverständlich hier hin und hier hin. Könnt dann hier hinfahren. Ihr könnt aber auch dann so. Ihr könnt aber auch direkt so abkürzen. 135 Grad und könnt dann quasi so direkt zur Startbahn wieder rollen. So, oder ihr fahrt hier weiter, könnt dann hier einmal hin. So, ihr könnt dann aber auch einmal hier gerade durch. Genauso können die auch hier wieder hin. Und dann könnt ihr so. So. Einmal so, könnt aber auch so fahren. Sieht das so einigermaßen sinnvoll aus? Also die können quasi und so abkürzen können sie auch noch mal. Das macht das, glaube ich, Sinn, oder? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall funktioniert es erstmal. Das ist ja prinzipiell schon mal was Gutes. Auch wenn der ja hier überhaupt noch nicht angeschlossen ist. genau, dann haben wir hier quasi die Landebahn. Da fahren die dann einmal hier runter. Teilen sich dann hier so auf. Oder fahren direkt so. So. Können natürlich auch direkt daran.
So, genau, oder so doch mal den Kreis. Dann können die so fahren. Die hier können dann quasi so fahren. Fahren dann hier und fahren so rum. Dann ist das hier eigentlich sinnlos. Dient nur der, ich sag jetzt mal, Vollständigkeit. Eventuell würde es vielleicht Sinn machen, hier sogar noch eine Landebahn auch draus zu machen und das hier mit anzugliedern. Aber dann müsste man halt das so bauen und hier ran. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, machen wir nicht. Hier eine Landebahn draus zu machen, macht auch keinen Sinn. Gut. Dann werden wir uns jetzt hier mal ein bisschen noch um das Vorfeld kümmern. Dort werden wir definitiv das noch so machen. So. Das kann dann beides weg. Dann ist es zumindest schon mal angegliedert. So. Hier werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall noch weiterbauen. Ich denke mal, hier kriegen wir den Frachtflughafen auch noch irgendwo unter. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Aber das ist dann ein Thema für die nächsten Folgen definitiv. Genauso der ganze Spaß hier unten. Wo wir das wahrscheinlich heute auch noch schaffen werden oder zumindest zu einem Teil. Jetzt werden wir aber erstmal hier den Flughafen fertig bauen und dazu brauchen wir definitiv ein paar großen Hangar. So, stimmt, den Hangar müssen wir ja noch bauen. Wie bauen wir den am besten hin? Hier hin. So, hier drüben bauen wir auch noch welche hin. Okay, da passen noch zwei hin. Dann kommt hier eine Tankstelle definitiv hin. Also eigentlich mache ich an jedem von den Punkten hier eine Tankstelle. Außer hier passt keine hin. Dann muss hier ein Hangar weichen. Genau, und dann können wir jetzt hier Flugzeuge bauen. So, hier haben wir kleine Flieger. Dann bauen wir hier auch kleine Flieger hin. So. Hier noch und hier noch. Das hier ist das Klein, okay, und das ist Mittel, okay. Dann machen wir hier noch ein paar kleine hin. Und hier kommt dann schon Mittel. Oder ist das auch noch klein? Kleines geparktes Flugzeug. Kleines geparktes Flugzeug, okay. Was ist das? Kleines geparktes Flugzeug. Mittleres. Genau, mittleres. Hier dann auch nochmal ein paar. Hier wieder kleines. Dann mittleres. Und hier passt kein großes hin. Aber hier können wir dann noch ein großes hinsetzen. So, sehr gut. Dann, wie geht's weiter? Genau, so eine Lounges bauen wir noch hin. Jetzt mal hier noch eine hin, da noch eine hin. Dass das hier halt auch alles
unser Flughafen ordentlich attraktiv wird. So, was haben wir denn jetzt für Attraktivität in dem ganzen Flughafen? 2000. Das ist prinzipiell schon mal ganz gut. So, jetzt aber noch, bevor ich das vergesse, die U-Bahn. Wo kommt die denn an? Hier unten. So, hier ist die U-Bahn. So, da ist er. Und jetzt brauchen wir noch die Übersicht der Routen. Weil die letzte Route müsste, glaube ich, die Flughafenroute sein, genau. Die kommt weg. Ja, ich möchte die wirklich löschen. So, und dann bringst du hier bitte Passagiere zum Flughafen. Sehr gut. Damit passt das schon mal. Haltestellenfahrzeuge, Passagiere, das ist okay. Wie gesagt, Linie 13, keine Fahrzeuge. Gibt's einen Tunnel, der nicht. Ein U-Bahn-Tunnel, der nicht verwendet wird? Komisch. Naja, gut. Wo ist er jetzt, unser Flughafen? Hier oben? Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir brauchen bestimmt noch einen Tower, bevor das hier vernünftig wieder anläuft. Tower. Einmal da und einmal noch hier. Und du siehst mal dahin, dann können wir den nämlich hier abreißen. Für was es macht, was macht denn der ultramoderne Tower? Attraktivität. Ah, okay, verstehe. Sehr gut. Dann sollte doch jetzt eigentlich dann so langsam der Punkt kommen, wo hoffentlich das ein oder andere Flugzeug bei uns vorbeischaut. Da hätte ich jetzt prinzipiell kein Problem mit. Verkehrstechnisch sieht es hier auf jeden Fall schon ordentlich aus. Also hier ist schon gut was los. Airport. Gut, dann würde ich sagen, werde ich zur nächsten Folge das Ganze hier mit Asphalt auffüllen. Hier eventuell noch ein paar Hangar etc. hinsetzen. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.